Und ich bin gespannt, ob wir heute den Kapitelwechsel schon schaffen werden, so wie es auch im Titel vermerkt ist. Wir haben ja am Sonntag, oder ja, gestern könnte man auch sagen, gestern früh, zuletzt mit Walter geredet. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben hier das Amulett aus Don Estebans alter Villa rausgeholt. Und auch der Inquisition übergeben. Und der Toni ist auch schon weg. Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, ob der jetzt in der Vulkanfestung hockt. Irgendwer hockt auf jeden Fall am Ende in der Vulkanfestung. Und irgendwen sonst hat man dann irgendwo in der Wildnis nochmal getroffen. Aber ich sollte gerade für die, die das Game vielleicht dann doch noch nicht kennen und auf YouTube dann als VOD schauen oder so, weniger spoilern. Ich äußere hier ständig meine Gedanken zu irgendwelchen Geschehnissen, die im Spiel erst sehr viel später passieren werden. Auch wenn das Spiel natürlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Muss das ja nicht heißen, dass alle Leute, die hier einschalten, das schon kennen. Ein paar kommen ja auch immer gerne mal wieder, die sich das gerade auch erst geholt haben und das auch zum ersten Mal entdecken. Was auch mich dann sehr ehrt, dass die dann ausgerechnet bei mir reinschauen. Gibt ja nun gerade auch auf bei YouTube genug Alternativen. Und dann ausgerechnet bei mir reinzuschauen. Gerade im Zusammenhang mit Piranha Bytes spielen würde ich das, empfinde ich das schon als Ehre. Aber wir quatschen jetzt hier mal mit dem Gärtner. Gary. Hey, ich bin Gary. Ich arbeite für Leonardo. Huch, jetzt habe ich ein deutlich längeres Gespräch erwartet. Da habe ich mir mal erlaubt, einen Schluck zu trinken und wurde jetzt davon überrascht, dass ich ja hier schon die Dialogoption habe, aber ich denke, ich werde ihn auch mal beklauen. Hey, kennst du einen guten Witz? Lass mich mal überlegen. Oh, jetzt, ja, wo ich auf die Werte achte. Einen kenne ich. Also, da wird ein Mann am Strand angespült. Oder nein, nein, er schwimmt zum Strand. Ach scheiße, ich krieg's nicht hin. Schade. Jetzt, wo ich hier auf die Werte achte, was ich da genau klaue, früher hätte ich einfach das Schwert genommen, was sich halt als am brauchbarsten anfühlt sozusagen. Aber jetzt schaue ich doch ein bisschen mehr darauf, was ich gebrauchen kann und was ich am besten verkaufen lässt. Da gerate ich doch immer ein bisschen unter Zeitdruck, was die Taschendiebstähle angeht. Aber der Taschendiebstahl war nicht das Einzige, was wir mit dir anfangen können, ne? Kannst du mir die Grundlagen der Alchemie beibringen? Klar. Leonardo hat mir einiges beigebracht. Allerdings zahlt er mir keinen Lohn. Also denke ich, dass eine kleine Spende angebracht ist. Mit 50 Goldmünzen bist du dabei. Das ist mir das wert. Ja gut, Geld haben wir, glaube ich, keine Sorgen gerade. Theoretisch schon, aber wir haben alles bei weiter fürs Schmieden gelassen. Aber es sollte nicht so problematisch sein, schnell wieder an Kohle zu kommen. Hier ist deine Spende. Gut. Wir können anfangen, wenn du bereit bist. Ja, die Lernpunkte habe ich auch nicht. Das Geld macht mir gar keine Sorgen. Ich will nochmal eben drüber speichern, dann nehmen wir hier gleich die komplette Bude auseinander. Das juckt dich ja nicht, wenn wir hier hinter die Theke steigen. Die kleine Kräuterkunde? Interessant. Absolut. Erstmal das Wissen aus dem Buch geklaut. Dankeschön. Hier dürfen wir schon mal rein. Und er hat hier nicht mal was abgeschlossen. Das ist dankbar. Einfach ein Fisch im Schrank liegen. Ist ja ekelhaft. Ich will gar nicht wissen, wie lange der da schon drum liegt. Oh, bei Gothic haben die sich irgendwann umgedreht, ne? Oh, kann ich irgendwie zurück? Gott sei Dank. Ach, und nochmal. Der Dietrich ist abgebrochen. Kriege ich hier schon voll den Adrenalinstoß, nur weil... Geschafft. Ey, first try die Stärketrank. Kriege ich aber Reizüberflutung, was hier alles passiert. Der Typ dreht sich einfach um, ich kriege einen Stärketrank. Das ist der Wahnsinn. Aber solange er dann in seiner Kammer hockt, können wir nochmal richtig ausrasten. Ich wundere mich auch gerade, dass, weil Türen zumachen kann, glaube ich, niemand. Was hätte er denn gemacht, wenn die Tür zu wäre? Kommt er nicht
Was willst du hier? Blöde Sau, bleib an deinem Buchständer da. Guten Abend, Halbmast 77. Und vielen Dank für die Wünsche zum entspannten Stream. Pass auf, was du anfasst. Ich wünsche auch noch einen genehmen Abend. So, um Leonardos Frage zu beantworten, ich will deine Bude ausräumen. Und das klappt soweit ja ganz gut. Hier oben auch nochmal einen Schrank, ich hoffe ohne Fisch. Oh, aber so eine abgestandene Milch ist auch nicht viel geiler. Das wäre fast mal eine Frage für eine Abstimmung oder so. Und nochmal von vorne. Alter Fisch oder abgestandene Milch im Schrank? Das ist ja wirklich Pest und Cholera. Gedanken, mit denen ich mich gar nicht weiter beschäftigen will. Ich werde heute vielleicht auch mal mit der Zeit, ich glaube, wir haben am Sonntag, also am Samstag zu Sonntag, ja, bis 4 Uhr oder so gemacht. Da wurde ich tatsächlich angezählt von anderen Leuten, dass das zu kurz war. Vielleicht werde ich heute mal ein bisschen übertreiben. Wo kommen denn jetzt die 200 Gold her? Was habe ich denn schon wieder eingesammelt? Wir hatten doch gerade noch irgendwie 820. Geisteskrank. Stärke 33. Will ich da den Stärketrank schon für plus 5 aufbrauchen? Ich denke, ich spare mir das erstmal zusammen. Denn mit dem Stärkepunkt, den wir selber haben, wird kostet die Lernerei natürlich auch mehr. Ich denke, um jetzt mal die ganzen Gespräche von denen aufzurollen, wollte ich eigentlich gerade sagen, sprechen mit Weasel, aber der sitzt ja weiter vorne. Hier sitzt Edgar. Du bist nicht von hier. Pass lieber auf, dass die Inquisition dich nicht erwischt. Wie meinst du das? Ich meine, du solltest aufpassen, wem du hier auf die Füße trittst. Sonst liegst du am Boden und weißt nicht mal warum. Wer bist du? Ich bin Edgar, Chef der Stadtwache. Früher lagen Recht und Gesetz in meiner Hand. Aber jetzt hat die Inquisition das Sagen und mich brauchen sie nicht mehr. Jetzt war ich schon wieder gemutet und weiß nicht, ob ich auf alles geantwortet habe. Daher nochmal herzlich willkommen, Oldcoin, schön, dass du da bist. Ich wollte nur sagen, ich habe nicht vergessen, dass wir auf deinen YouTube-Content reagieren wollten mit Brom und ich hoffe, dass ich das diese Woche auf jeden Fall noch eingerichtet kriege mit ihm. Ich kann nur nicht zersprechen, weil ich die letzten Male, wo ich versprochen habe, wann ich streamen werde, konnte ich auch nicht einhalten. Daher erstmal nur die Kundgabe meiner Wünsche. Ich würde es wirklich gerne diese Woche schaffen. Warum trainierst du nicht die Rekruten? Anstatt sofort jeden Apfeldieb zu verhaften, habe ich schon mal ein Auge zugedrückt. Aber davon versteht die Inquisition nichts. Sie halten sich strikt an das Gesetz. Und trotzdem wollen sie nicht auf unsere Erfahrung verzichten. Einer meiner Jungs, Bronco, trainiert die Rekruten. Was muss ich über die Stadt wissen? Es gibt Orte, an denen du nichts zu suchen hast. Zum Beispiel das Lagerhaus am Hafen. Wirst du da erwischt oder versuchst du was zu klauen, kriegst du Ärger. Und wie sieht der aus? Unser Rechtssystem ist einfach, aber effektiv. Wir hauen dir aufs Maul. Auch wenn du Bürger verprügelst oder unser Vieh schlachtest, hauen wir dir aufs Maul. Und falls du mal jemanden umbringst... Haut ihr mir aufs Maul? Genau. Und anschließend bringen wir dich um. Ich habe so ein Grinsen im Gesicht gerade, weil es halt einfach die Piranha-Bytes-Entwicklerformel ist.
Und ich frage mich wirklich, ob die diesen Satz nicht irgendwo in ihrem Studio hängen. Ich würde es mir... Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich glaube, ich hänge mir das hier irgendwo auf. Ich finde das mega geil. Ich brauche so ein Schild. So Holz und den Text eingebrannt und dann steht da in einem 5 Zeilen einfach nur runtergebrochen, wir hauen dir aufs Maul. Finde ich mega. Was muss ich noch wissen? Wenn du mal Ärger hast, kann es vorkommen, dass die Leute nicht mehr mit dir reden. Und was mache ich dann? Am besten, du machst gar keinen Ärger. Und falls doch mal was passiert? Tja, das ist dann dein Problem. Es muss doch eine Möglichkeit geben, Ärger wieder in Ordnung zu bringen. Die Magier kennen da so einen Spruch, diesen Witzzauber. Witzzauber? Willst du mich verarschen? Es ist ein Zauberspruch. Er gibt dir das Gefühl, jemand hat dir gerade den besten Witz der Welt erzählt. Und? Und darüber vergisst du alle Verbrechen und hast keinerlei Grund mehr, auf jemanden sauer zu sein. Wo kriege ich diesen Zauber? Wie ich schon sagte, die Magier oben in der Vulkanfestung kennen diesen Zauber. Vielleicht findest du auch eine Spruchrolle hier in der Stadt. Du bist ein guter Kämpfer? Schwert und Armbrust sind meine Werkzeuge. Und wie schon mein Vater sagte, jeder Handwerker muss seine Werkzeuge beherrschen. Daran habe ich mich immer gehalten. Kannst du mich trainieren? Klar. Aber gutes Training hat seinen Preis. Das, was er gerade zum Witzzauber gesagt hat, kannte ich noch gar nicht. Ich finde es immer gut, wenn die Spiele sich auch auf Features ein bisschen beziehen, die so ein bisschen lächerlich klingen, aber trotzdem noch irgendwie sozusagen ein bisschen Tiefe eingeben, sodass es sich trotzdem am Ende glaubwürdig anhört zumindest. Also es wird ja wirklich beschrieben, dass dir der Zauber nur das Gefühl gibt, dass dir jemand den besten Witz der Welt erzählt hat. Theoretisch könnte der Zauber einfach Lachen heißen, aber Witz klingt wahrscheinlich. Kann man besser was mit anfangen. So, wir haben eh keine Lernpunkte, da brauche ich auch nichts bei ihm lernen. Gibt es eigentlich sowas wie, also Schmieden gibt es ja, aber Schwertschärfen oder so gibt es hier nicht, nee. So, jetzt aber Weasel. Ich gebe nichts. Wie geben? Wollte ich was von dir haben? Oh, ich dachte, du bist ein Flüchtling, der ein paar Münzen schnorren will. Kann man die eigentlich Flüchtlinge nennen? Ich meine, die wurden ja aufgefordert, in die Stadt zu gehen. Hier ist ja keiner wirklich geflüchtet. Wahrscheinlich am ehesten noch ein Gefangener oder so. Das kommt mir jetzt auch erstmal so in den Sinn, dass das ja eigentlich eine super Alternative für eine Barriere ist. Also eine Barriere in der Welt. Hier wurden halt auch alle Leute eingesperrt. Krass eigentlich, dass da Piranha-Bytes nicht wirklich von wegkommt. Aber jetzt, wo ich das wahrscheinlich zum, weiß ich, 10. Mal oder so spiele gerade in diesem Run, kommt mir das jetzt erst in den Sinn, dass hier auf irgendeine Form auch Leute in einer Barriere sind sozusagen. Nur halt diesmal keine magische und nicht in, doch in physischer Form, aber in Form von Wachen und Wächtern. Du gehörst zum Don. Ach, das hast du erkannt? Bist wohl ein ganz Schlauer. Was machst du hier? Ich mache gar nichts. Wie soll ich etwas machen, wenn die Weißen mich nicht aus den Augen lassen? Ich sehe da einen. Der steht mit dem Rücken zu dir. Und sonst guckt dich, glaube ich, keiner an. Also, geh woanders hin. Er presst doch irgendwie in der Gosse. Warum beobachten dich die Weißen? Ich glaube, sie halten mich für einen Dieb oder Einbrecher. Und? Bist du einer? Nein. Früher habe ich den ehrenwerten Händlern sogar Schutz angeboten. Und dich dafür bezahlen lassen. So ist nun mal das Geschäft. Und jetzt? Jetzt wartet Carlos nur darauf, dass ich ihm einen Grund liefere, damit er mich aus der Stadt werfen kann. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Vielleicht kann ich dir helfen. So, und wie willst du das anstellen? Lass mich einsteigen. Ich kümmere mich um deine Geschäfte. Wieso sollte ich dir vertrauen? Ich habe bereits für Delgado gearbeitet. Ich habe für ihn Schutzgeld eingetrieben. So, so. Schutzgeld eingetrieben. Du hast also schon Erfahrung gesammelt. Das wäre jetzt wirklich wieder mal eine Variante, die man sich für einen anderen Run merken müsste, dass man quasi nur für den Orden arbeitet und dann mit ihm spricht. Da gibt es bestimmt einen Dialog, den ich noch nicht gehört habe. Vielleicht will er uns dann gar keine Arbeit anbieten. Klingt eigentlich
Auch ganz interessant. Also ich weiß auch gerade durch andere YouTuber, dass es hier doch mal immer wieder Reaktionen gibt, mit denen man nicht rechnen würde. Aber ich habe das schon wieder alles vergessen. Also mir fällt wirklich keine ein gerade. Komm schon, gib mir eine Chance. Hör zu, Junge. Das hier ist das Viertel der reichen Säcke. Du kannst hier nicht einfach von Tür zu Tür gehen und Schutzgeld kassieren. Hier sind die weißen Typen und die passen gut auf. Und wie läuft das hier? Bevor ich dir die Tricks zeige, mit denen du dir hier die Taschen füllen kannst, musst du was anderes für mich machen. Ob er uns den nächsten und letzten Taschendieb-Stahl-Berg zur Verfügung stellen wird, weiß ich nicht. Eigentlich wollte ich ihm auch gar nicht helfen. Worum geht's? Don Esteban unterstützt den Anbau und die Ernte von Brauke. Die Ernte wird vom Alchemisten Leonardo weiterverarbeitet. Gary, der Gehilfe des Alchemisten, bringt die Ware dann wieder zu uns. In letzter Zeit verschwindet allerdings ein Teil der Ware. Du meinst, da zweigt sich jemand was ab? Brauke ist ein super Wort. Eigentlich schade, dass es in den alten Gothic-Teilen keinen, wie soll ich sagen, Kosename für Sumpfkraut gibt. Sucra oder so, Scheiß. Nee, die Pakete kriegst du noch nicht. Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich mit dir mache. Hast du schon einen Verdacht, wer es ist? Ja, ich denke, dass Gary dahinter steckt. Warum verprügelst du ihn nicht? Ich will nicht, dass die Weißen mich dran kriegen. Und obwohl ich Gary für einen Feigling halte, weiß ich nicht, ob Schläge ihn zum Reden bringen. Wie kommt die Ernte in die Stadt? Belaste dich nicht mit Wissen, das gefährlich sein könnte. Und wenn die Ware schon auf dem Weg in die Stadt verschwindet? Nein, das passiert nicht. Wenn Leonardo die Ware bekommt, ist sie noch vollständig. Ich verstehe auch gerade gar nicht, was so das Problem beim Sumpfkraut, beim Brauke-Schmuggeln hier überhaupt ist. Ich meine, die haben ja ihren Geheimgang da. Theoretisch müsste doch nur einer vom Feld hier rein. Gibt es Gordo und der verteilt's halt. Fertig. Was habe ich davon, wenn ich dir die Pakete bringe? Du willst dir doch die Taschen füllen, oder? Bring mir, was ich haben will, und ich zeig dir, wie wir die reichen Händler um ihren Besitz bringen. Ist das alles? Außerdem wirst du damit unser Vertrauen in dich stärken. Marcello ist nämlich scharf auf einer hübschen Hintern und darf die Pakete nicht bekommen. Was passiert, wenn Marcello die Pakete bekommt? Dann hätte ich keine ruhige Minute mehr. Jeder in der Stadt weiß, dass wir den Krauthandel kontrolliert haben. Deshalb haben wir auch damit aufgehört, als der Orden die Stadt übernommen hat. Mit den Paketen als Beweis könnte Marcello mir allerdings Schwierigkeiten machen. Ein unschöner Gedanke. Deshalb musst du die Pakete finden und sie mir geben. Na gut, ob ich Gary trotzdem noch verfolgen kann eigentlich? Nee, schade. Da will ich aber eigentlich nochmal versuchen, mit Cutter zu reden. Von dem haben wir die Pakete ja. Den wir mehr oder weniger aus Versehen die Fresse poliert haben. Weil er uns beim Diebstahl erwischt hat, glaube ich. Oder hat Josh nur um Hilfe gerufen? Du siehst aus, als ob du Gold hättest. Wenn du Spaß und Entspannung suchst, bist du bei uns in Sonjas Bordell genau richtig. Schau doch mal bei uns vorbei, Süßer. Wir haben Tag und Nacht für dich geöffnet. Du wirst es nicht bereuen. Werd's mir merken. Du bist wunderschön. Jeder Mann, der deine Nähe spürt, darf sich glücklich schätzen. Danke. Du hast auf jeden Fall kein Gold dabei, dann nehme ich lieber den Heiltrank. Ich weiß, unsere Zeit wird kommen. Lass mich dann nur nicht sitzen. Ich lasse dich stehen. Schade, dass es nicht regnet. So, da bin ich und hallo. Schön, dass du wieder dabei bist, Oldcoin. Ich wollte zu Cutter und nochmal fragen, ob der was zu den Paketen zu sagen hat. Da wir dem das ja schon mehr oder weniger aus Versehen abgezogen haben. Nö. Dann kriegt ihr anscheinend kein schlechtes Gewissen oder so. Mann.
Da sind eine Menge Dialoge flöten gegangen, obwohl ich auch nicht das Problem jetzt habe, dass uns die Dirne da nicht zuquatscht, wenn wir Gary verfolgen. Das muss man in der Regel, ja. Aber dann klapper ich das Bordell jetzt auch nochmal ab. Da sitzt ja auch noch einer von den Piraten. Ich weiß noch gar nicht, ob wir überhaupt erfahren haben, dass das Piraten sind. In dem Zusammenhang mal wieder sorry für den Spoiler. Draußen sind noch ein paar Pflanzen. Hier ist ja keine Bestrafung, die einzusammeln. Nehme ich jetzt auch schon alles mit? Nee. Ja, gut. Lass mich. Ich bin gar nicht da, okay? Ich sehe dich doch. Was ist los mit dir? Ach, es ist dieses besoffene Schwein Erikson. Tagelang saß er da auf der Bank und starrte mich so unheimlich an. Schließlich hat er bei Donna Sonja für mich bezahlt und ich sollte mit ihm gehen. Ich habe mich geweigert und da hat er mich verprügelt, das Schwein. Schon das zweite Mal, dass ich mich im Stream mit dem Timing des Trinkens vertue. Aber was antworte ich denn jetzt? Ja, hier, das ist eigentlich mal eine adäquate Frage. Habe ich noch nie gestellt. Hat dir denn niemand geholfen? Wer denn? Donna Sonja? Die hat doch selbst Angst vor ihm. Die Weißen interessieren sich nicht für die einfachen Leute. Und die korrupte Stadtwache kannst du auch vergessen. Ich glaube, für sie kann man gar nicht bezahlen, ne? Nur für eine andere, die da hinten irgendwo sitzt. Ansonsten hätte ich jetzt auch nochmal das Arschloch spielen können und sie buchen, um sich dann zu verprügeln. Keine Real-Life-Ansicht intended. Ja, gut. Ich werde mich um den Dreckskerl kümmern. Wirklich? Würdest du das für mich tun? Ich würde dir all mein Erspartes geben, wenn das Schwein endlich aus unserem Haus verschwindet. Aber sei vorsichtig. Er ist ein mieser Hundesohn. Ich pass schon auf. So gemein kann ich jetzt auch nicht sein. Gehört Erikson zu den Banditen des Don? Ach was, er kam mit einem Schiff hierher. Faselte was von Piraten und so. Nee, der gehört zu niemandem hier. Gut zu wissen. Dazu wüsste ich eigentlich gern mehr, weil ja... Ich weiß gar nicht, wer davon geredet hat, dass gar keine Schiffe mehr ankommen. Das muss doch eigentlich einen großen Aufschrei gegeben haben. Zumal das einzige Schiff, von dem ich ja jetzt oder der Charakter hier wirklich weiß, einfach untergegangen ist vor der Küste. Und wir waren ja auf dem auch drauf. Ja, genau, für Olga können wir bezahlen. Hier sieht keiner was. Die leere Flaschen. Das ist dankbar. Wenn ich bedenke, dass wir noch Alchemie lernen werden. Hoffentlich noch, bevor wir wieder aus der Stadt kommen. Das ist gar nicht Erikson. Hier sitzt Erikson. Was willst du von mir? Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Wenn man Ärger vermeiden möchte, ist das eine ganz schlechte Ansprache, glaube ich. Ich bin neu in der Stadt. Ist mir doch scheißegal. Verschwinde. Oder du kriegst ein paar aufs Maul. Oh ja. Ich hab gehört... Du bist ein Schlappschwanz. Was? Wer hat dir das gesagt? Ich bin vielleicht ein Arschloch, aber ich bin noch lange kein Schlappschwanz. So eine Frechheit! Nehmen wir ihm doch erstmal ein bisschen Schaden. An den Schlüssel werden wir, glaube ich, so oder so gleich kommen. Ich habe mal ein paar Fragen an dich. Und ich kann dir die Fresse polieren, ansonsten habe ich dir nichts zu sagen. Verschwinde! Ach ja. Ich werde dir jetzt mal Manieren beibringen. Du willst dich unbedingt prügeln? Das kannst du haben. Na dann mal los. Also wenn hier einer nach Schlägen geschrien hat, dann bestimmt nicht ich. So. Das hätte ich vermeiden können eigentlich, wenn ich ein bisschen auf diese harten Schläge verzichtet hätte. Dann hätte ich jetzt noch mehr HP, aber na gut. Er liegt im Staub. Das muss reichen. Okay, okay, du bist der Stärkere. Was willst du denn noch? Man hätte es ja nicht provozieren müssen, ne?
Erzähl mir mal was zu dem Schlüssel, den du bei dir hattest. Poh, wenn ich dir sage, wem der Schlüssel gehört, kann ich mich ja gleich begraben lassen. Verschwinde! Aus mir kriegst du nichts heraus! Du weißt, wo sich Kapitän Stahlbarts Baracke befindet? Du scheinst nicht zu wissen, auf was du dich da einlässt, Mann. Wenn du so weitermachst, wirst du dir nur die Finger daran verbrennen. Es ist besser für dich, wenn du jetzt gehst. Und fasst du die Mädchen hier noch einmal an, wirst du es bereuen. Verstanden? Ich bin ja schon weg. Nur nicht nochmal schlagen, ja? Müsste so ein Typ nicht eigentlich dauerhaft auf die Fresse kriegen? Das kann sich doch nicht lohnen. Du sagst mir jetzt sofort, wo Gregorios Baracke ist. Sonst setzt's was. In der Gosse, Mann. Das Ding ist in der Gosse. Es ist eine dieser Baracken in der Nähe von Costas Hotel. So, und lass mich endlich in Ruhe. Ich hab schon viel zu viel gesagt. Und der Schlüssel, den du bei dir hattest, passt zur Haustür, nehme ich an, ja? Ich sag nichts mehr. Worüber ich mir ehrlich gesagt auch jetzt Gedanken mache, hier gibt's nur ein Zimmer, das man quasi buchen kann und die Tür ist einfach offen. Ich meine, selbst bei Gothic 2 gab es, glaube ich, auch keine Türen, aber es war ein bisschen privater. Erikson hat seine Packung bekommen. Ja, ich habe gesehen, dass er ordentlich Prügel bezogen hat. Das war klasse. Aber ich fürchte, das reicht mir nicht. Er wird immer noch hier auf der Bank sitzen und mich anstarren. Ich schätze, Erikson wird sich hier nicht mehr blicken lassen. Endlich ist der Spuk vorbei. Du bist toll, weißt du das? Ich danke dir. Mein großer Held. Hier hast du mein ganzes Gold. Ich werde mich jetzt erstmal hübsch machen. Und du? Pass auf dich auf, ja? Danke. Du auch. Oh, ein Held. So kennt man mich. Wo sitzt er denn jetzt eigentlich? Sitzt er nicht trotzdem hier irgendwo? Ja, hier. Toll. Guckt jetzt die Schatzsuche an. Was guckst du so? Wundert mich eigentlich auch, dass die nicht von der Stadtwache so ein bisschen beäugt werden. Die Schatzsucher nur, weil sie irgendeine Schale haben, aber Piraten sind okay, oder was? Ich meine, wenn man den Captain kennt, müsste man noch die ganze Crew kennen. Da ist Skip ja in Gothic 2 schon ausgerastet, von wegen... Also er war ja auch nur Crewmitglied und hat darauf gepocht, dass jeder ihn kennt. Und er deswegen nicht mal in die Stadt konnte und die hocken hier einfach. Guckt er. Ja, dann ist das meins. Bring dir Manieren bei. Dann tut's mir leid. Ja. Oh. Ja. Siehst du? Beweis Facecam on. Das bedeutet ja jetzt. Also ich verstehe das so, dass du glaubst, weil ich meine Facecam nicht an. Ich hässlich bin oder was? Also Geschmackssache ist am Ende sowieso. Aber jetzt, wo alle hier im Staub liegen, kann ich... Seifenschaum und Männertraum. Das besondere Vergnügen, oh la la. Das Buch habe ich noch nie gelesen. Du Dieb, ich bring dir Manieren bei. Meinst du? Also wenn sie so kein Frauenheld benimmt. Ich glaube, die haut mich gleich um. Oh, Gott sei Dank. Das hat eh nichts mit Aussehen zu tun. Ich überlege jetzt, wie ich das ausdrücken möchte. Die moralisch korrekte Antwort ist vermutlich, du hast recht. Mir geht's gut. Und dir? Aber es ist trotzdem hilfreich, glaube ich, dem Schönheitsideal zu entsprechen. Aber da würde ich mich jetzt nicht einsortieren. Und die Helden in Piranha-Bytes-Universen heiraten auch alle nicht und sind trotzdem Frauenhelden. Er
Ergo treibe ich mich wahrscheinlich einfach nur zu wenig in ähnlichen Etablissements herum, um auch ein Frauenheld zu sein. Was mache ich eigentlich? Ich renne hier durch die Gegend, weil ich rede.